Herzlich willkommen, mein Name ist Carlos Martins vom Traders Club 24 und ich zeige euch heute, wie man im MetaTrader sogenannte Profile erstellt. Das ermöglicht euch schnell zwischen einzelnen Währungen zu wechseln und habt dann immer gleich euer Arbeitstemplate vor euch. Ja, ihr seht hier auf dem MetaTrader, ich habe hier den Euro-US-Dollar auf 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten und eine Stunde. So, und wenn ich hier dieses Profil mir abspeichern möchte, damit ich da immer wieder zugreifen kann, damit ich nicht immer, wie gesagt, jeden Tag das neu einrichten muss, mache ich es folgendermaßen. Ich gebe hier oben, wo ich jetzt mit meiner Maus reingehe, unter Profile, Profile speichern und trage das jetzt mal ein als sogenanntes Master Template. Master Template unterstrich Euro. Drücke auf OK. Und jetzt habe ich diesen Profil eingestellt. So, wenn ich jetzt mir ein zweites Profil einrichten möchte, geht das relativ einfach. Ja, ich zeige euch das mal. Auf der linken Seite habe ich jetzt zum Beispiel den British Pfund US-Dollar. Einmal draufklicken, damit er blau untermalt ist hier. Linke Maustaste halten. Und einfach rüberziehen und dann, wenn wir auf dem Chart sind, von 5 Minuten loslassen. Und wir haben, seht ihr hier, British Pfund 5 Minuten eingestellt. Hier auch nochmal rüberziehen, auf 15 Minuten draufdrücken. Ja, und auch hier automatisch eingefügt. Wieder links rübergehen, linke Maustaste draufdrücken. Gehalten, also halten, rüberziehen, die linke Maus immer noch draufgedrückt halten auf eurer Maus, loslassen. Und wir haben es jetzt auf 30 Minuten, genau das gleiche, nochmal rüberziehen, hier auf den Stundenchart. Und jetzt haben wir hier British Pfund, US-Dollar 5, 15, 30 und eine Stunde. Wenn ich das Profil jetzt abspeichern möchte, einfach hier oben raufgehen, Profil, speichern als. Und jetzt tragen wir hier wieder Master Template und jetzt machen wir darunter British Pfund. Jetzt drücke ich auf OK und jetzt haben wir das so abgespeichert als Master Template British Pfund. Wenn ich jetzt wechseln möchte auf den Euro-Dollar zum Beispiel, einfach hier rüber gehen, dann sehen wir Master Template Euro, draufdrücken und jetzt kommt automatisch hier Euro-US-Dollar, Euro-FX, 30 Minuten Stundenchart nochmal, ich zeige es nochmal, einmal hier oben hochgehen, Profil auf British Pfund gehen, das was wir eben eingestellt haben und wir sehen sofort haben wir das Profil für den British Pfund eingestellt. Und wenn wir das Ganze jetzt noch in verschiedenen Währungen machen, wir nehmen zum Beispiel hier oben British Pfund als erstes, zweiten möchten wir gerne den Euro British Pfund reinnehmen, linke Maustaste gehalten, rüberziehen. Und wir haben den Euro-British Pfund. Jetzt möchte ich noch den Euro-Yen jetzt unten reinlegen. Euro-Yen unten, linke Maustaste gehalten lassen, rüberziehen. Jetzt habe ich den Euro-Yen drauf. Und dann wollen wir noch den Euro-Dollar. Und ziehen wir den hier rüber. Jetzt habe ich British Pfund, Euro-Yen, Euro-British Pfund, Euro-Yen und Euro-US-Dollar. Ja, wenn ich sage auch, ich will doch lieber hier statt den Euro-British Pfund USD-Schweizer Franken, ja, dann kann ich hier auf der linken Seite mir diese Währung aussuchen, scroll hier runter, entweder finde ich das jetzt hier in dem Bereich oder ich gehe hier oben rauf und sage mir, ich möchte gerne die Majors, ja, und suche mir dann hier den USD-Schweizer Franken letztendlich raus. So, oben den USD-Schweizer Franken und ziehe den mir statt den Euro-Yen rüber. Ein Mausklick und ich habe British Pfund, US-Dollar, Euro-Yen und Euro-US-Dollar. Wenn mir das so gefällt, mache ich ein folgendermaßen. Ich sage, oh, 5 Minuten, 15. Ich will alles auf 15 Minuten, also schnell Wechsel machen. Auch hier zeige ich nochmal British Pfund reintesten. 15 Minuten. Den Euro-Yen möchte ich gerne auch auf 15 Minuten sehen und den Euro-US-Dollar auch auf 15 Minuten. So, und das Ganze speichere ich mir dann ab,
wieder als Profil, speichern als Master Template oder was ihr auch nennen möchtet, ja, und Unterstrich haben wir jetzt mal Multi. Okay, gespeichert. Und jetzt machen wir noch einmal, also oben rauf gehen, Profile, und ich will nur den Euro-Dollar haben, drücke ich drauf, und jetzt kommt hier Euro-Dollar auf 5, 15, 30 und eine Stunde. Ich möchte den Cable mir anschauen, draufdrücken, und ich habe hier den Cable 5, 15, 30 und eine Stunde. Und wenn ich mir alle Währungspaarungen gleichzeitig anschauen möchte, Profil auf Master Template und dann hier auf Multi draufdrücken. Ja, und jetzt habe ich hier British Pfund, USD, Euro Yen und Euro US-Dollar. Relativ einfach und schnell, und so könnt ihr eigentlich sehr schnell rumswitchen und habt einen, wie gesagt, großen Überblick in dem Bereich, wie ihr schnell dann in eure Orders reinkommt, ja, oder einen Überblick auf die Märkte, ja, wenn ich alles auf einem Blick habe. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen wieder was zeigen. Freue mich bis zum nächsten Mal, euer Carlos.